Ja, du sagst, sie sehen nicht so gut aus. Wir wollen noch eins nachreichen. Jacques Villeneuve sah am Donnerstag auch nicht so allzu gut aus. Am Anfang lief seine Geburtstagsfeier noch wie geplant, aber dann Jacques Clear, sein Renningenieur, nimmt das Stück und schon haben wir es in der Nase, im Gesicht, in den Augen. Jetzt die Revanche-Aktion des Weltmeisters Peng. Schade um die schöne Torte, könnte man sagen, aber zu seinem 26. Geburtstag hat er sich noch eine ganze geholt und verschwindet hinten in der Box mit einem Grinsen und schlägt sich noch einmal ab. Also Jacques Villeneuve.